Hey Formel 1 Freaks, der Monaco Grand Prix gilt ja eigentlich meistens als eher langweilig, zumindest das Rennen. Man sagt, dass das Qualifying in Monaco hauptsächlich das Spannende ist am ganzen Wochenende. Aber diesmal war es richtig cool, denn es lag am Regen. Ungefähr ab Runde 50 hat der Regen eingesetzt und das hat das Ganze nochmal komplett durcheinander gewürfelt. Also lasst uns das Ganze anschauen und das Rennen analysieren. Übrigens wollte ich noch eingehen auf einige Kommentare dazu, dass ich jetzt meinen Namen geändert habe, also den Kanalnamen. Es gab gute Vorschläge, ganz ehrlich, waren wirklich tolle Sachen dabei. Und es gab auch einige, die gesagt haben, mach das nicht, lass dich nicht unterbuttern oder so. Aber ich muss dazu sagen, ich mache es hauptsächlich für mich, weil ich einfach meine Ruhe haben will, vor all dem drumherum. Ich will ganz in Ruhe meine Videos machen und dann habe ich es auch noch gemacht, weil ich mir das schon länger überlegt habe, ob ich nicht einfach meinen Eigennamen verwende, damit ich halt sozusagen, ja, ich bin. Also ich mehr den Kanal als Content Creator herausstelle sozusagen und nicht als irgendwie Racing Blog oder als, ja, damit vielleicht jemand auf die Idee kommen könnte, das wäre irgendeine Art Magazin oder so. Also es bin ich und deswegen habe ich den Namen jetzt verändert. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ihr seht es ja jetzt, der Name wurde verändert und ja, lasst uns ins Video starten. Abonniert gerne den Kanal für regelmäßig neuen Formel 1 Content, damit wir gemeinsam als Community die Formel 1 in Deutschland wieder nach oben bringen. Ich danke jedem einzelnen von euch für die Unterstützung. Bleibt bis zum Ende des Videos dran. Wenn ihr unterwegs seid, im Urlaub zum Beispiel, habt ihr dann auch manchmal Bedenken, euch in irgendein offenes WLAN einzuloggen, wenn es nicht das von eurem Hotel ist? Wenn ein WLAN ohne Passwort zugänglich ist, dann denkt man manchmal, man hat den Jackpot, vor allem wenn man sonst nicht ins Internet kommen würde. Und wenn das WLAN dann auch noch einen seriösen Namen, wie zum Beispiel Wi-Fi Flughafen hat, dann denkt man gar nicht so viel drüber nach und loggt sich einfach ein. Doch das kann ein fataler Fehler sein, denn es gibt Fake-WLAN-Netzwerke, die nur darauf warten, auf deine Daten zuzugreifen, wenn du dich dort einloggst. Diese WLAN-Netzwerke werden von Verbrechern betrieben. Wenn du hier auf Nummer sicher gehen willst und dich auch allgemein davor schützen willst, dass Fremde deine Daten im Internet lesen können und so zum Beispiel deinen Standort erfahren, dann empfehle ich euch CyberGhost VPN. Mit CyberGhost VPN kannst du deinen Standort virtuell in insgesamt 91 Länder verlagern und schützt so deinen echten Standort. Dazu musst du nur den jeweiligen Server aus über 9000 Servern weltweit auswählen und schon bist du virtuell dort. Echt easy. Du kannst zum Beispiel auch deinen Standort nach Österreich verlagern und so die Formel 1 kostenlos auf ORF oder Servus TV anschauen. CyberGhost VPN hat mittlerweile über 38 Millionen Nutzer weltweit und ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot. Es funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen. Hol dir jetzt CyberGhost VPN über den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar und sichere dir 83% Rabatt plus 4 Monate kostenlos inklusive einer 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Damit unterstützt ihr auch gleichzeitig meinen Kanal. Ich danke euch und nun geht es weiter mit dem Video. Ja, Monaco ist ja dafür bekannt, dass man da nicht so gut überholen kann. Und für diese Eigenschaft, da stand Monaco ja schon länger in der Kritik, vor allem in der Neuzeit der Formel 1, weil es da ja die viel moderneren Rennstrecken gibt und es stand ja sogar schon im Raum, dass Monaco eventuell aussortiert wird aus dem Rennkalender. Aber wir haben Monaco Gott sei Dank noch, ich finde, ein bisschen Historie muss bleiben in der Formel 1. Und deshalb ist es so, dass es in den Rennen hauptsächlich auf die Strategie ankommt, um nach vorne zu kommen. Und deswegen, ja, meistens macht man da einen Boxenstopp, haben viele unterschiedliche Reifen am Anfang gehabt. Es war praktisch abwechselnd und ungefähr die Hälfte jeder Fahrer hatte harte Reifen zum Start drauf und die andere Hälfte hatte Medium-Reifen drauf. Und da es das ganze Rennen über extrem dunkel schon am Himmel war, hatten viele Teams natürlich die Befürchtung oder vielleicht auch den Wunsch, dass es regnet. Und von dem her waren die beiden Reifen jeweils hatten unterschiedliche Vorteile. Der Medium-Reifen, der wäre dann gut gewesen, wenn es früher anfängt zu regnen. Das heißt, dann kann man den ausreizen, den Medium-Reifen, und dann zum Reifenwechsel an die Box kommen, aber dann Regenreifen aufziehen. Und der härtere Reifen, mit dem hätte man dann einen längeren ersten Stint fahren können. Und wenn es später zum Regnen angefangen hätte, dann hätte er da seine Vorteile ausgespielt. Der einzige Nachteil vom Start auf härteren Reifen war, dass wenn ein Unfall passiert wäre in der Anfangsphase des Rennens, nach dem Start, wo es ja häufiger zu Unfällen kommt, und wenn dann ein Safety Car rausgekommen wäre, dann hätten viele mit dem Medium-Reifen an die Box kommen können, den geringeren Zeitverlust annehmen können und die, die den harten Reifen dann drauf gehabt hätten, hätten ja eventuell auch an die Box kommen können, um eben den besseren Boxenstopp zu bekommen während eines Safety Cars, aber dann hätten sie ja den Reifen, der für den längeren Stint ausgelegt ist, schon viel zu früh wieder abgeben müssen. Und ein Boxenstopp ist ja Pflicht. Das heißt, viele Teams haben
darauf gewartet, dass es irgendwann anfängt zu regnen, um dann den Pflichtboxenstopp zu machen. Und das hat vor allem Max Verstappen und Fernando Alonso so gemacht. Viele andere sind vorher schon oft an die Box gekommen, unter anderem Sergio Perez, der hat gleich am Anfang sofort einen neuen Reifensatz aufgezogen, also den harten Reifensatz, und hat damit seinen Pflichtboxenstopp erledigt. Und damit wollte er das Feld von hinten aufrollen, weil er ist ja sowieso als Letzter gestartet. Und deshalb muss man da natürlich eine komplett andere Strategie ausprobieren, um noch irgendwas reißen zu können. Aber bei Sergio Perez ging wirklich alles schief. Und das war zum größten Teil selbst verschuldet. Das heißt, das hat er sich eigentlich selbst zuzuschreiben. Er ist sehr wahrscheinlich sehr hoffnungsvoll in das Rennen gestartet. Man kann ja in Monaco viel rumreißen mit der Strategie und mit Zwischenfällen, Safety Car und so weiter und allem. Aber als er dann irgendwann von Max Verstappen überrundet wurde, da ging die Misere los. Das hat ihn wahrscheinlich mental so runtergerissen, dass einer im selben Auto ihn, der letztes Jahr in Monaco gewonnen hat, überrundet. Klar kann man sagen, er ist da hinter den langsamen Autos festgehangen, er war ja Letzter und dann ist man natürlich in Monaco, wo man nicht gut überholen kann, nur so schnell wie der Allerletzte. Und deswegen hat ihn Max Verstappen so schnell überrundet. Das kann man als Begründung nehmen, aber natürlich ist das mental für einen Fahrer unglaublich, wenn der Teamkollege im Nacken auftaucht. Und dann hat Max Verstappen ihn sehr schnell überholt, also man muss ihn ja vorbeilassen mit blauer Flagge. Und dann wollte sich Sergio Perez natürlich an Max Verstappen dranheften, um an ihm dran zu bleiben. Einerseits deswegen, dass er ihn mitziehen kann, aber andererseits auch für die Moral, dass er weiß, hey, ich bin eigentlich normalerweise, wenn ich jetzt weiter vorne wäre, schon ähnlich schnell wie Max Verstappen. Aber Max Verstappen ist dann davongezogen und es kam dann noch zu einer heiklen Szene. Denn Max Verstappen hat nochmal ein anderes Auto überrundet und in der gleichen Kurve ist dann Sergio Perez auch an dem Auto vorbeigegangen. Das war Lance Stroll. Er wollte zumindest vorbeigehen. Aber dann hat er abgekürzt, das war nach dem Tunnel, und dann musste er Lance Stroll wieder vorbeilassen. Dann hat er noch sich beklagt, dass Lance Stroll ihn rausgedrückt hat. Und ja, man muss sagen, das war überhaupt nicht so. Also Lance Stroll hat da ganz normal und gut gehandelt. Und Sergio Perez hat sich halt dann unberechtigt aufgeregt. Und dann später ist er noch einem anderen Fahrer, nämlich Kevin Magnussen, hinten drauf gefahren. Dann hat er sich am Boxenfunk beschwert, dass Kevin Magnussen ihn anscheinend gebrake-testet hat. Also, dass er mit Absicht gebremst hat, damit er ihm hinten drauf fährt. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Da hat er gewirkt, als wäre er völlig neben sich, weil er halt total frustriert war, dass jetzt Max Verstappen ihn überrundet hat. Und ja, aufgrund des Auffahrens auf Kevin Magnussen musste er dann an die Box kommen, einen neuen Frontflügel holen, er hatte einen Schaden. Das heißt, es war ein zusätzlicher Boxenstopp noch, der nicht nötig gewesen wäre. Und dann später hat er noch auf Intermediates gewechselt, wie natürlich jeder. Aber irgendwann ist der Regen so stark geworden, dass man sich gedacht hat, ja, bei Sergio Perez probieren wir jetzt nochmal einen Strategiekniff aus, den kaum jemand anderer macht. Und das war der Wechsel auf Full Wets. Das hat zu dem Zeitpunkt auch nur zufälligerweise Kevin Magnussen gemacht. Das heißt, Sergio Perez war zu dem Zeitpunkt nur einer von zwei Fahrern, der Full Wets drauf hatte. Und wenn man eh schon ganz hinten ist, dann kann man natürlich so einen Strategiekniff ausprobieren. Aber später ist die Strecke dann wieder abgetrocknet und dann hat Red Bull nochmal einen Boxenstopp mit Sergio Perez gemacht, ihn nochmal auf Intermediates gewechselt und letztendlich hat ihn Max Verstappen dann sogar zweimal überrundet. Und am Ende war Sergio Perez nur einer von vier Fahrern, die zwei Runden hinten waren. Und das war neben ihm eben Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg und Logan Sargeant. Also da muss man mal überlegen. Also er war einer von vier Fahrern, die zwei Runden hinten waren und hatte einen Red Bull. Und die anderen Fahrer, das war ein Alpha Tauri, ein Haas und ein Williams. Also das muss man sich mal klar machen. Das war wirklich ultimativ unterirdisch und klar muss man sagen, am Ende hat man ihn quasi dazu benutzt, dass man halt Try and Error macht, also welche Reifen funktioniert, welcher nicht, und dann hätte man das auf Max Verstappen übertragen können. Wenn jetzt der Full Wet zum Beispiel sehr gut funktioniert hätte, viel bessere Rundenzeiten geliefert hätte, dann hätte man das auf Max Verstappen natürlich auch übertragen können. Also hat man ihn da quasi ja als Testkaninchen sozusagen reingeholt immer. Und am Ende war er dann 16. abgeschlagen. Ja, wenn man das mal vergleicht mit Max Verstappen, der war wirklich ein absoluter King da vorne. Also da kann man wirklich nichts sagen. Der hat zwar, wie er selbst gesagt hat, öfter die Wand touchiert, aber es ist nichts kaputt gegangen. Er hat den Sieg nach Hause geholt und hat wirklich ansonsten keine Fehler gemacht. Er war fast 28 Sekunden vor Fernando Alonso, dem Zweitplatzierten, der auch einen ultimativen Job gemacht hat. Und da muss man mal wieder sagen, vor allem in Monaco kommt heraus,
dass der Fahrer wirklich den Unterschied machen kann. Das hat man vor allem eben an Max Verstappen und Fernando Alonso gesehen. Wenn man die mal vergleicht mit den beiden Teamkollegen, unfassbar. Sergio Perez habe ich gerade angesprochen, aber auch Lance Stroll, also der Teamkollege von Fernando Alonso, der hat gezeigt, dass eben der Fahrer absolut den Unterschied machen kann. Zum einen hat Fernando Alonso auch ihn überrundet und ist dann danach sofort weggezogen von Lance Stroll. Also der konnte da gar nicht im Windschatten bleiben, mithalten oder sich irgendwie ziehen lassen. Keine Chance. Und auch allgemein muss man sagen, dass Lance Stroll wirklich Autoscooter gespielt hat diesmal in Monaco. Der hat das Auto so oft gecrashed, dass man sagen muss, dass er am Ende quasi verdient ausgeschieden ist. Er war einer von nur zwei Fahrern, die ausgeschieden sind. Der andere war Kevin Magnussen. Das ist schon eigentlich ein Wunder, dass bei so einem Regenrennen da nur zwei Leute insgesamt ausscheiden und auch kein einziges Safety Car rausgekommen ist, worüber sich übrigens auch Fernando Alonso gewundert hat. Aber zurück zu Lance Stroll. Lance Stroll hat gleich am Anfang des Rennens aus eigenem Verschulden die Barriere geküsst, hat da also schon das Auto leicht beschädigt. Er hat zumindest gedacht, dass es beschädigt ist und dass er einen Plattfuß hatte, aber das hat sich dann als falsch herausgestellt. Er konnte weiterfahren. Später ist er dann aber auch noch einem Auto hinten drauf gefahren, hat das Auto nochmal beschädigt und dann, als er Regen eingesetzt hat, hat er trotz Intermediates dann nochmal die Wand geküsst. Und das hat wirklich ausgesehen wie Autoscooter, sorry. Er hat in dieser Haarnadelkurve die Kontrolle über das Auto verloren, er ist also gerutscht in die Bande rein, dann ist der Frontflügel abgebrochen, der Frontflügel hat sich unter das Auto geschoben, deswegen konnte er in der nächsten Kurve wieder nicht anständig bremsen, ist wieder in die Barriere gekracht und ja, am Ende ist er dann letztendlich wirklich ausgeschieden, weil das Auto es einfach nicht mehr aushalten konnte. Also von dem her muss man sagen, diese Universen zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso, also den beiden Teamkollegen und den beiden Teamkollegen Sergio Perez und Max Verstappen, das sind wirklich Universen und daran sieht man es jetzt mal wieder, dass der Fahrer den Unterschied machen kann und eben vor allem in Monaco. Bei Max Verstappen gab es mal einen kurzen Zittermoment, als er Graining bekommen hat auf seinen Medium-Reifen. Da hat Fernando Alonso richtig gut aufgeholt, bis auf 6 Sekunden Abstand. Graining ist übrigens, wenn der Reifen durch starke Belastung quasi aufgekörnt wird, so aufgeschoben wird und dann ja, hat er quasi nicht mehr so viel Berührungsfläche mit dem Asphalt und dann kühlt er leicht auch aus und deswegen hat man dann viel weniger Grip und hat Untersteuern oft. Und das hatte Max Verstappen. Aber bei Graining ist es so, wenn man das sozusagen durchsteht, kann man das auch wieder in den Griff bekommen. Also man kann das wieder schaffen, dass der Reifen sich verbessert. Und das hat Max Verstappen geschafft. Er hat diese Runden durchgehalten und dann ist das Auto wieder schneller geworden. Dann hat er sogar wieder einen Abstand gewonnen zu Fernando Alonso, der den harten Reifen zu dem Zeitpunkt auf hatte. Max Verstappen ist also auf den ausgelutschten Medium-Reifen schneller gefahren als Fernando Alonso in den noch gut im Fenster liegenden harten Reifen. Das heißt, Max Verstappen hat sich den Sieg hier wirklich redlich verdient und Fernando Alonso auch redlich den zweiten Platz. Aber der zweite Platz war zwischenzeitlich sogar kurzzeitig auf der Kippe, denn Fernando Alonso ist zweimal hintereinander in zwei aufeinanderfolgenden Runden an die Box gekommen. Da habe ich schon gedacht, oh je, hat er jetzt den zweiten Platz, den er sich so gut erarbeitet hat und den er sich so verdient hat, jetzt weggeschmissen, beziehungsweise das Team. Aber die Abstände waren dann groß genug, dass er Zweiter geblieben ist. Aber er hätte ohne diesen zweiten Boxenstopp vielleicht sogar Max Verstappen angreifen können und um den Sieg kämpfen können. Warum hat er diese zwei Boxenstopps hintereinander gemacht? Er hat nämlich dem Team gesagt, er möchte neue Medium-Reifen aufziehen, also den gleichen Reifensatz, den Max Verstappen zu diesem Zeitpunkt hatte. Er wollte aber keine Intermediates, also Regenreifen, aufziehen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt schon an einigen Stellen auf der Strecke feucht war. Er dachte sich nämlich, wenn ich Medium-Reifen frische jetzt aufziehe und der Regen nicht volle Pulle kommt, dann habe ich die gleichen Reifen wie Max Verstappen, aber die besseren und kann ihn möglicherweise attackieren. Aber das hat sich als Fehlentscheidung herausgestellt, der Regen kam dann wie die Hölle und dann musste er schon eine Runde später wieder an die Box und sich die Intermediates holen. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre er so nah an Max Verstappen dran gewesen, dass er möglicherweise sogar vor ihm gelandet wäre. Und das ist in Monaco ja entscheidend. Also in Monaco, die Track Position, wenn du die inne hast und da man nicht so gut eben holen kann, dann ist das wirklich entscheidend und man kann das vielleicht sogar auch, wenn man langsamer ist als der Hintermann, nach Hause bringen. Man verliert in einem Boxenstopp in Monaco 19 Sekunden. Und zwischenzeitlich war Fernando Alonso 17 Sekunden hinter Max Verstappen.
Das heißt weniger als die 19 Sekunden. Es hätte also für den Sieg möglicherweise gereicht, aber leider war es dann nicht so und später ist Max Verstappen sowieso noch davongezogen. Wie gesagt, fast 28 Sekunden Vorsprung. Ich bin mir sicher, dass Max Verstappen sich an Fernando Alonso, der in Führung liegt, die Zähne ausgebissen hätte, dass er vorbeikommt. Wirklich, das hätte zu Fernando Alonsos 33. Sieg werden können. Und das wäre dann der größte Abstand zweier Siege in der Formel 1 Geschichte, nämlich 10 Jahre, 2013 hat er zuletzt gewonnen. Das wäre schon fantastisch gewesen, es wäre ein Märchen gewesen, aber leider ist es uns verwehrt geblieben. Trotzdem ist ein zweiter Platz wirklich ein super Ergebnis für Aston Martin und Fernando Alonso. Dritter ist Esteban Ocon geworden und da muss man wirklich sagen, Esteban Ocon ist wirklich manchmal underrated. Das muss man ganz klar sagen, der hat jetzt schon 3 Podien inklusive einem Sieg. Und hat hier wirklich keine Fehler gemacht. Das muss man erstmal hinkriegen in so einem durchwachsenen Rennen, wo es mal trocken, mal nass war, dass man da nie sozusagen in den TV-Kameras auftaucht, weil man nie gezeigt wird, weil es nichts zu zeigen gibt. Wenn man keine Fehler macht, keine Ausrutscher, ja, dann fährt man halt sein Rennen dahin, wird nie gezeigt. Und das war bei Esteban Ocon so. Deswegen hat er ein lupenreines Rennen gefahren. Er hat am Ende auch gesagt in den Interviews, dass er wirklich die Barrieren nie berührt hat. In den Sessions davor schon, also Qualifyings, Trainings und so weiter schon, aber im Rennen nicht. Und das hat nicht mal Max Verstappen eben, wie gesagt, hinbekommen. Also von dem her, unglaubliche Leistung von Esteban Ocon. Gute Leistung auch von Mercedes. Lewis Hamilton Platz 4, George Russell Platz 5. Solide, sagen wir mal. Lewis Hamilton hat noch die schnellste Rennrunde geholt. Das war ein eher unauffälliges Rennen von Mercedes. Die waren verhältnismäßig unsichtbar. Nur einmal ist George Russell ja aufgefallen, nachdem er den Notausgang genommen hat. Vor ihm war noch Kevin Magnussen, der auch den Notausgang nehmen musste. Also die waren da beide in diesem Schlauch quasi drin. Und dann hat George Russell den Rückwärtsgang eingelegt, ist unsicher wieder zurück auf die Strecke gefahren und kollidiert mit Sergio Perez. Dafür hat er dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ja, zu Recht muss man sagen, er war wahrscheinlich verwirrt, warum jetzt da Kevin Magnussen auch im Notausgang ist und hat nicht genau geschaut auf die Strecke und dann ist das halt passiert. Das war das einzig Auffällige sozusagen von Mercedes. Lewis Hamilton hat noch einmal im Boxenfunk gesagt, dass es langsam gefährlich wird da draußen, also zu viel Wasser und was man da machen könnte. Das war noch ein auffälliges Detail sozusagen von Mercedes und Lewis Hamilton. Aber mehr war da dann nicht, die haben solide ihre Ergebnisse nach Hause gefahren. Ja, das war sozusagen meine Analyse zum Rennen in Monaco. Schreibt mir gern, was euch besonders aufgefallen ist und oder was ihr zum Rennen denkt. Ich freue mich über die Diskussion, ich freue mich mit euch zu sprechen. Das war's zu diesem Thema. Ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Nochmal vielen Dank an CyberGhost, denn solche Kooperationen ermöglichen erst den ganzen Content auf diesem Kanal. Wenn ihr eure Daten im Netz noch mehr schützen oder auch Streaming-Angebote aus dem Ausland nutzen wollt, klickt mal auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch CyberGhost. In den ersten 45 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie und der Kundenservice von CyberGhost ist rund um die Uhr auch auf Deutsch für euch da. Ihr könnt das Ganze also komplett risikofrei testen.